Wir sagen Danke, lieber Jens. Du hast dich um unsere Eintracht verdient gemacht. Du wirst uns fehlen. Standing Ovations für und sichtliche Rührung bei dem Coach der Eintracht aus Norderstedt. Der wurde nämlich vor dem Spiel als Trainer verabschiedet, genau wie Athletiktrainer André Ladendorf, Physiotherapeutin Yindra Nesteriok und mit Marcel Kindler, Evon Jarko, Batuhan Evren, Noel Deniz und Jordan Brown auch 5 Spieler, die den Verein verlassen werden. Vorletzter Spieltag in der Abstiegsrunde der Regionalliga Nord, wobei Abstiegsrunde, ja, sagen wir mal, nicht ganz so präzise ist. Um den ging es in diesem Duell, nämlich nur für die Lüneburger Gäste. Die sind dafür umso tiefer drin und bräuchten aus den verbliebenen 2 Spielen mindestens 4 Punkte für eine Chance auf den Klassenerhalt. So lautet nämlich der Abstand zum FC St. Pauli 2. Aber das wurde irgendwie in der Anfangsphase nicht ganz so klar, denn es spielten nur die Norderstedter, die drückten nach vorne und die Hanseaten, die durften sich bei ihrem Keeper Roman Birjukov bedanken. Offensiv fand fast nur Norderstedt statt. Langer Ball in die Spitze und dann ist es Birjukov, der den Ball noch gerade so mit der Fußspitze ins Aus lenkt. Jetzt mal eine Offensivaktion für die Hansa. Erstmal geklärt, aber dann wieder scharf gemacht. Huxol kommt nicht ran. Der Ball ist bei Seidel Außennetz. Weiterhin 0-0. Die Gäste mit 3 Mann weniger. Malte Meier, Top-Torschütze der Hanseaten, fehlt mit der 5. gelben Karte. Marian Kunze und Alessandro Orte hatten sich gegen Pauli 2 jeweils gelb-rot geholt. Langes Anspiel auf Marxen. Der rennt den Lüneburgern davon, findet in der Mitte Elias Saad. 1-0. Die verdiente Führung für die Hausherren. In der 42. Spielminute wurden die Mühlen also endlich belohnt für die Norderstedter. Hier nochmal zu sehen, Marxen und dann ist es Saad, der den Ball ins Tor reinlöffelt. Birjukov hier ohne Chance. Das 1-0 blieb dann auch der Pausenstand. Die Eintracht mit deutlich mehr und auch deutlich besseren Spielanteilen. Vor allem offensiv brachte das 1-0 mit in die Kabine und von den Lüneburgern musste jetzt mehr kommen, wenn sie die Chance auf den Klassenerhalt wahren wollten. Die zweite Hälfte allerdings begann, wie die erste geendet hatte, nämlich mit den Norderstedtern im Angriff. Allerdings die Hanseaten machten das dann hinten sauber und hielten zumindest ihr Tor sauber, dass nicht das zweite Tor auch noch fiel. Jetzt wieder die Norderstedter, diesmal mit einem Einwurf. Über die rechte Seite, Pass in die Mitte, Saad, knapp über die Latte rüber. Die Norderstedter hier mit dem deutlichen Chancenplus im Spiel, aber zu fahrlässig. Und das könnte sich vielleicht noch rächen, denn der LSK, der kam langsam auch offensiv zumindest so ein bisschen in die Gänge. Trotzdem offensiv tatsächlich immer noch die meisten Spielanteile für die Norderstedter, wie auch hier in dieser Szene. Sehr, sehr fahrlässig geklärt hinten. Dann ist der Ball wieder mal im Sturm bei Saad. Aber Bejukov, der rettet in allerhöchster Not. Wahnsinnspartie des Keepers. Das Spiel neigte sich so langsam dem Ende entgegen, aber nicht so die Chancen für die Hausherren. Diesmal über die linke Seite, Saad läuft allen davon. Saad auf dem Weg zum Tor und wieder ist es Birjukov. Was ein Wahnsinnsspiel des Keepers. 77. Minute, eine der wohl besten Chancen für die Norderstedter. Nächste Offensivaktion für die Eintracht. Wieder über die rechte Seite. Erstmal rausgespielt. Dann die Seitenverlagerung.
Chance Nummer 1. Der Ball ist bei Saad und der Ball ist an der Latte. Da wäre diesmal sogar Bejukov, der Keeper des LSK, zu spät gewesen. Und langsam schienen die Hanseaten hier zu verstehen, worum es ging, da reichlich spät. Nämlich in der 90. Spielminute versuchten sie hier den Ausgleich zu erzwingen. Aber Koch rettet auf der Linie. Das war es dann auch. Der Schlusspfiff besiegelt das 1:0 und damit den Abstieg des LSK Hansa. 1:0 heißt es am Ende. Wir bedanken uns für euren Besuch und wünschen einen angenehmen Heimweg. Die Zuschauer der Haupttribüne werden gebeten, den Ausgang oberhalb. Ja, ist gerade sehr schwer, wie Sie schon sagen. Ist kein leichtes Interview für mich auch nicht. Wir haben es die ganze Saison über nicht hingekriegt, irgendwie das abzurufen, was wir uns vornehmen, das abzurufen, was wir können. Und heute haben wir jetzt rein rechnerisch die Quittung dafür bekommen, aber der Trainer hat es auch gerade zu mir gesagt, wir sind nicht heute abgestiegen, wir sind schon in den Wochen davor, in wichtigen Spielen, waren wir nicht da, waren wir zu wenig da. Und das ist jetzt die Quittung dafür. Also ich bin unheimlich dankbar, dass ich diese 4,5 Jahre bei Eintracht Norderstedt so mitmachen konnte, mit wirklich tollen Erfolgen, die wir gefeiert haben, mit einem Team, das sich sehr, sehr kameradschaftlich verhalten hat, ein gutes Wir-Gefühl entwickelt hat und auch das Ganze drumherum, sprich der ganze Staff, der voll zur Sache gestanden hat, eine, wie ich eben schon sagte, überragende Mannschaft. Und diejenigen, die letztendlich auch federführend dabei waren, hierher zu holen, sprich Renald Koch in erster Linie und Familie Plambeck, da gilt natürlich mein besonderer Dank. Und das war eine fantastische Zeit hier. Dankeschön. Nach 8 Jahren in der Regionalliga Nord müssen die Lüneburger nun den schweren Gang in die Oberliga antreten.